Liebe Investorinnen, liebe Investoren, heute ein Reaktionsvideo über die Firma Estée Lauder, den großen Kosmetikkonzern an der New Yorker Börse. Wie immer vorweg, dies ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Firma. Und mir geht es hier heute darum, Aspekte einer erfolgreichen Firma herauszuarbeiten, die bereits in vierter Generation von Familienmitgliedern geführt wird, zusammen aber mit Angestellten und gleichzeitig an der Börse in großem Stil notiert ist in New York. Es gibt dazu ein sehr gutes Buch über den Senior der Firma. Die Gründerin Estée Lauder ist ja schon tot, über die gibt es auch viele Bücher. Und es gibt ein schönes Buch, ich denke in der Videobeschreibung werden wir es einblenden. Den Link von Leonard Lauder kann ich Ihnen sehr empfehlen. Er beschreibt sein ganzes Leben, das er in der Firma zugebracht hat. Ja, schauen wir also, was wir heute lernen können aus dem Video. You can't fake family. You can't fake something that is not there. I think the company is very much about family. And I think when you join the company, you do feel like you're part of the family. A lot of right, definitely integrity, dedication to details, passion, and really being part of a family. And family in a broad definition, not family as in your last name, but family is everybody who's a part of Estée Lauder. The sense of family in me is very, very strong. You cannot really run a company unless you have a sense that your company is your family. Family has really been at the heart of the Estée Lauder company since the very beginning. It's what makes the company so special. This is not a family business. This is a family in business. And there's a very important distinction. The family name is on the door. And you want to make sure this is associated with the best possible quality for the best possible satisfaction of your customers. Ja, hier haben wir einen ganz entscheidenden Punkt und das ist ja äußerst wichtig, liebe Investorinnen und liebe Investoren, weil viele von uns, wir schauen ja an der Börse nach Firmen, die börsennotiert sind, wo aber die Gründerfamilie oder eine große Familie maßgeblichen Einfluss hat. Und der entscheidende, wunderbare Satz hier, der hier gefallen ist, ist, dass die Lauder-Familie bezeichnet sich als eine a family in business und nicht als ein family business. Das heißt also eine Familie im Geschäft und nicht eine Familie, die ein Geschäft besitzt. Und das ist äußerst wichtig, dass wir uns angewöhnen, da genau hinzuschauen, welche Rolle nimmt die Familie, die maßgeblich die Aktiengesellschaft beherrscht, in der wir investieren wollen oder nicht investieren wollen. Welche Rolle nimmt diese Familie ein? Ist es wirklich eine Familie, die im Geschäft sich einbringt und involviert ist? Oder sind es sozusagen hinten sitzende Dividendenempfänger im Extrem? Weil unter Umständen ist es dann gar keine Familiengesellschaft mehr. Denn die Familienwerte, die übertragen werden sollen in das Geschäftsgebaren, in die Firmenkultur der Firma, sind nur dann da, wenn die Familie auch existent ist. Und der letzte Sprecher sagt ja mit Recht, the family name is on the door. Das heißt, dazu gehört auch die Identifikation in der Öffentlichkeit, weit über die Branche hinaus, aber auch in der Branche vor allem, Familie mit der Firma und dem Tun der Firma. Und ich bin immer sehr skeptisch, wenn die großen maßgeblichen Familienaktionäre überhaupt nicht mehr auftreten in der Öffentlichkeit. Nicht jede Firma kann den Nachnamen der Familie haben. Mittlerweile haben sich Namen oft geändert. Aber der Familienname
Die Identifikation, die Person muss sich bereit sein, in der Öffentlichkeit zu zeigen und sagen, ich stehe für diese Firma. Und ich brauche jetzt ja keine Namen nennen, auch bei Schweizer Aktienunternehmen gibt es da ja sehr gute Fälle, wo das tatsächlich der Fall ist und wo wir als Aktionäre sehr davon profitieren können. Also merken Sie sich, ganz wichtig, a family in business. Und falls Sie selber Gewerbetreibende sind, mittelständische Unternehmer oder vorhaben, sich selbstständig zu machen oder ein Unternehmen zu gründen oder bereits auf dem Weg sind, versuchen Sie das von vornherein einzukalkulieren. Das muss in Ihr ganzes Leben einfließen. Wenn Sie schon Familienunternehmer sein wollen, dann werden Sie bitte a family in business. Let me tell a little bit of story about how this little family company started. It originally started in our kitchen. And the first office was in 1946. It was on 501 Madison Avenue. Being in the same office with my mother was extraordinary because I wasn't her assistant. I wasn't her little boy. I was a witness. And what lessons I learned just by hearing her talk and getting an insight into her soul. When I think of my mother, I think of the most determined person I know, a force of nature, and a lot of fun. At least three of the words that I can think of to describe my grandmother, Estee Lauder, would be determined, visionary, and unbelievable salesperson. Passionate, driven, Ja, hier kommen wir auf einen anderen ganz, ganz wichtigen Punkt. Es sind ja immer so die kleinen Sätze, die so wertvoll sind. Der Leonard Lauder, der älteste Sohn, aber auch der Ronald Lauder, der zweitälteste Sohn, oder hatte nur zwei Söhne, sagen das hier sehr klipp und klar, dass sie so ungeheuer viel gelernt haben, indem sie einfach von vornherein mit dabei waren. In gar keiner klar definierten Rolle. Er war also nicht der Assistent oder irgendwas, sondern er war einfach dabei. Er hat seine Mutter, die 1946 in einer kleinen Küche außerhalb von Manhattan angefangen hat mit ihren eigenen Rezepturen der Hautpflege. Ihr Onkel war Dermatologe aus Ungarn. Da war er von Anfang an dabei. Und da werden Sie denken, ja, das ist ja auch normal. Aber ich kann Ihnen sagen, es ist eben nicht so normal. Und ich komme immer wieder, auch in Beratungsgesprächen, bei Unternehmern auf den Punkt, die zwar Tolles aufgebaut haben, die aber mit der Nachfolgethematik in der Familie größte Probleme haben und sagen, mein Gott, was für ein Jammer, jetzt habe ich das und das aufgebaut und meine Kinder interessieren sich nicht dafür so richtig oder ich weiß gar nicht, wie ich die einschätzen soll oder die reden gar nicht mehr mit mir. Da ist im Deutschsprachigen gerade ein Riesendefizit. Ein Riesendefizit. Und der Weg, um to be a family in business und die Lauders, trotz Börsennotierung muss man ja sagen, haben es geschafft, immer noch in vierter Generation mittlerweile das zu sein. Und aus den kleinsten Anfängen ein riesen Konzern geworden, denn sie sind gleich auf mit L'Oreal weltweit die Nummer 1 in der Hochpreispflegekosmetik. Weltweit. Aus kleinsten Anfängen. Das Lernen nicht, indem man sagt, wir schicken die Kinder, was weiß ich, auf die teuersten Schulen und wenn die mal so und so alt sind dann, und woanders ihre Meriten verdient haben, dann holen wir die mal rüber oder dann gucken mal, ob der was wird. Natürlich müssen die woanders lernen, natürlich müssen die Know-how einsammeln und so weiter. Aber es geht nicht, wenn sie ein Family in Business sein wollen, oder wenn wir als Investoren auf eine solche Familie setzen, dann geht das nicht, indem die eine Generation ferngehalten wird von der ganzen Thematik. Denn dieses unmerkliche Lernen, die ganzen Probleme des Alltags mitzubekommen und so weiter und so fort, ja, das ist ja das A und O in der Sache. Und wie so häufig natürlich die Attribute für die Gründerin Estee Lauder, die Erfolgsattribute, totale Entschlossenheit
und Vision, aber, und das kommt jetzt der nächste Punkt, an incredible salesperson, eine fantastische Verkäuferin. Und das ist auch etwas, was ich feststelle, was an den Universitäten viel zu kurz kommt. Alle möglichen Bereiche, Controlling, Artificial Intelligence, Marketing, alles Mögliche hat Sexappeal. Aber im Prinzip das Thema, ich werde Verkäufer, ja, not very sexy. Aber am Ende des Tages, nur der, wenn die Produkte gut sind, die Dienstleistung gut ist, der ein genialer Verkäufer ist, und ich sage immer, Verkäufer ist ein Verkäufer und kein Bestellabholer, denn 95% aller Leute, die sich Verkäufer nennen oder Vertriebsbeauftragte oder Sales Manager, sind ja nur Bestellabholer. Die holen das ab, die Orders ab, die sowieso der andere schon längst entschieden hat. Der Verkäufer ist der, der etwas verkaufen kann, woran der andere noch gar nicht gedacht hat. Und das war eine der entscheidenden Erfolgskriterien dieser wunderbaren Gründerin. Ja, schauen wir weiter. You don't get there by wishing for it, hoping for it, or dreaming about it. You get there by working for it. She was completely passionate about everything. Her family, her business, her home, fragrance. And, you know, she would call and call and call until she would reach you. There was a great story about my uncle, and he was in the Navy, and he was at sea, and she was desperate to talk to him, and, like, she just couldn't get through. So she called the boat and said she was the Red Cross and had to speak to Leonard. And they got Leonard, and he spoke to her, and she said, I just have to make sure you're okay, I love you. And I think that just showed her passion. I mean, she was completely dedicated and never took no for an answer. She was so much about intuition. She understood women, and so much about how she created her business was through intuition and understanding women. It was that stubbornness and knowledge of what she wanted. What she wanted was right, and she got it, and the rest is history. Ja, hier nochmal zur Gründungshistorie. Diese Entschlossenheit, und sie sagt, Vision alleine reicht nicht, ja, und der Wunsch und wie schön das wäre und so weiter. You get there by working at it. Arbeit. Und das ist eben ja auch so ein alter Spruch, der über viele Nationen ungerechterweise gesagt wird. They want jobs, but not work. Schlichtweg harte Arbeit. Und diese Bereitschaft in dem Feld, in dem man sich wohlfühlt, wo man eine Vision hat, entsprechend trotz aller Widerstände mit extremem Arbeitseinsatz voranzugehen, das ist einfach das A und O. Und deshalb klappt es auch nur mit der Vision und der Passion, weil die wird Ihnen die Energie bringen und so weiter. Entscheidend ist aber hier ein ganz anderer Punkt, der hier klar rüberkommt. Es hat überhaupt keinen Sinn, dass sie sich auf ein, ich nenne es in meinem zweiten Buch, dieses Buch ist bares Geld wert, nenne ich es ja, auf dem falschen Arbeitsacker zu sein. Egal auf welcher, in welcher Branche sie tätig sind, egal was sie da vorhaben, schauen sie immer, gegen wen treten sie an. Und sie werden antreten gegen Leute wie eine Estée Lauder, die was haben? Intuition, die einfach den Markt verstehen, die den Kunden verstehen, und zwar nicht nur den Kunden, wie er jetzt ist, sondern wohin der Kunde sich bewegt und was er wünscht und braucht und brauchen könnte, und dass sie ihm das liefern. Und das erfordert ein tiefes Eindringen in die Seele des Kunden, in die Branche. Und das ist etwas, das kommt eben, wie gesagt, über Intuition. Deshalb überlegen Sie sich sehr gut, es ist völlig wurscht, auf welchem Gebiet Sie nach der Ausbildung gestartet haben, in welcher Firma, welcher Branche, aber Sie werden, horchen Sie in sich rein und schauen Sie, wo ist denn ein Gebiet, wo Sie wirklich etwas mehr schon mitbringen als der Normalsterbliche, wo Sie das nicht nur machen, weil Sie einfach da einen Job bekommen haben oder weil da eine schöne Gelegenheit war und Sie sitzen da halt jetzt, sondern nein, steigen Sie um. Quereinsteiger in das Feld, wo Sie Intuition entwickeln können. Ein ganz wichtiges Thema. Ja? Und das gilt auch für die Vollprofi-Investoren. Ohne Intuition geht es nicht. Und ich habe so viele Beispiele von noch so fleißigen, tüchtigen und auch vermögenden Family Offices, wo ich Ihnen sagen kann,
in der Beobachtung, 20 Jahre später haben die nach wie vor nichts dazugelernt. Null. Die haben kein Feeling, kein Gespür. Die können gewisse Regeln, die arbeiten nach gewissen Schemata in der Analyse, wunderbar. Aber das Extra, das kleine Extra, die Intuition über die Passion und so weiter, das fehlt. Und ein Freund von mir sagt, naja, wenn einer so reich ist wie der, der muss ja auch nichts dazu lernen. Das stimmt, man verhungert nicht ab einem gewissen Punkt, auch wenn man nur durchschnittlich ein fleißiger Arbeiter ist. Aber es macht doch gar keinen Spaß, weil ich merke an diesen Menschen, die nicht diese Intuition haben, die nicht so tief drin sind, am Ende des Tages sind sie nicht so richtig glücklich und sie haben immer ein Element der Unsicherheit. Man merkt ihnen diese Unsicherheit an und darauf sollten Sie, liebe Investorinnen und Investoren, achten. Sitzt Ihnen jemand gegenüber, wenn Sie in die Firma investieren wollen oder der Vermögensverwalter oder Berater? Sitzt der richtig da im Saft oder ist das ein Großmaul oder ein verunsicherter Mensch? Das darf nicht sein, diese Intuition. Ganz super. Und von dem Arbeitseinsatz ist bekannt, das kam jetzt hier nicht im Gespräch rüber, von der Estée Lauder, sie war eben so von ihrem Produkt überzeugt, sie hatte immer in ihrer Handtasche einen großen Topf Pflegecreme fürs Gesicht dabei und wo es nur ging, wenn sie auf eine Einkäuferin stieß, von den großen Department Stores, den Kaufhausketten damals, in 0, nichts hat sie praktisch fast die Leute überfahren und den die Creme ins Gesicht geschmiert. Da schauen Sie doch mal, wie gut Ihnen das tut und so weiter. Also das war da hatte die überhaupt keine Hemmschwelle. Und das andere sehr kluge war, dass sie eben gesagt hat, die Leute müssen mein Produkt wirklich verstehen, damit sie kapieren, dass es besser ist. Und was hat sie gemacht? Große Proben hat sie verschenkt. Nicht 100 Milliliter oder irgendetwas, sondern eine Probe, die lange, ganz lange dann im Badezimmer da stand, dass die Menschen sich wirklich dran gewöhnten und merkten, Donnerwetter, Woche 3, 4, großzügig in die Zukunft investiert. Und deshalb ist kein Wunder, dass die Firma zum Weltmarktführer geworden ist und das in der 4. Generation mit der Familie dabei. So, schauen wir, was wir noch für einen Punkt haben. Gehen wir im Video weiter. I believe that because we are a family company, not a family business, family in business, that we have responsibilities to everyone, all of our employees, all of our customers, all of our suppliers, etc. And that responsibility runs very strong and deep in us. You have really a broad family, everyone playing different roles, but very much united. They are committed in having, you know, the very best brands. And they all together are committed in having the long-term view and doing the right thing for the right reasons. They really go to work every single day. They really care what they do, and they really want to earn their stripes on their own. That quality of rolling up their sleeves and working hard with a common purpose is super important as you talk about a family in business that starts to transcend generations. When I speak about Leonard, I speak about a brother who I love dearly, who really and truly spent his entire life working and building this company. He is right now the soul and the heart of the company. Well, I think my uncle is very much like the father of the company, so to speak. He is warm, he's passionate, he's known for these blue notes, which you get quite often, and he always says, you're only as good as the people around you, and I'm surrounded by the best. And I think that's very much a spirit and a feeling that comes from him and filters down to everyone else. The beauty of family companies are that they are really more long-term oriented, and that's particularly true for the Lauder company, because the Lauder family have a very long-term orientation. William often speaks about patient capital, meaning the capital which has the patience to wait for amazing long-term results, like the one we are delivering. So I've always perceived my role as the third generation in the Lauder family who's involved in the business, is to imagine the future of where we ought to be or where we'd like to go and find a way to get there. Ja, sehr schön, dieser Punkt Patient Capital, die langfristige Orientierung und das Kapital nicht zu vergewaltigen, wie ich es immer nenne.
und das sollten auch Sie übernehmen, diese Einstellung. Denken Sie nicht in Quartalen, vergleichen Sie nicht mit dem Index, geben Sie Ihrem Kapital Zeit, investieren Sie es in sehr gute, erstklassige Firmen, wenn es eine Family in Business ist, die das noch begleitet, die mehr investiert hat in der Firma als Sie, umso besser, es ist kein Muss, aber umso besser. Und dann das Kapital, wie gesagt, nicht überfordern. Es ist wie in der Natur, die Bäume wachsen langsam und so muss auch das langsam heranreifen. Und entscheidend sind eben die Spieler und hier in der Familie, das wurde ja klar gesagt, they work every day. Und am Ende des Tages ist das, was es ausmacht. Entweder arbeitet jemand, obwohl er sehr vermögend ist von Geburt aus und hohe Anteile an einer sehr wertvollen Firma hat, die hoffentlich immer weiter wertvoll wächst und überhaupt Krisen übersteht. Entweder findet er den Modus zu einem normalen Arbeitsleben oder er findet ihn nicht. Und wenn er nicht findet, dann ist das meistens ein sehr viel schwererer Weg, als täglich zu arbeiten, denn die Aufgabe fehlt. Und diese Erfüllung in der Aufgabe, und das ist der Vorteil, deshalb würde ich auch immer plädieren, wenn Sie eine Family in Business sein wollen, sehen Sie zu, dass Ihre Firma wächst, damit da Platz ist für jeden mit den unterschiedlichen Talenten. Denn jeder muss auch seinen eigenen Erfolg dort aufbauen können, in dem Beitrag, den er leistet. Und das andere ist, was wir schon am Anfang gesagt haben, das sagt ja der jüngere Bruder Ronald, der im Übrigen einer der bedeutendsten Kunstsammler unserer Zeit geworden ist, über seinen älteren Bruder Leonard, dass er sagt, jawohl, er ist an sich der Vater der Familie. Und dieses alte Wort Familienpatriarch oder die Matriarchin, Figuren, die wir aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg kannten, das hat schon etwas und ist überhaupt nicht unmodern geworden. Und vom Leonard Lauder ist bekannt, dass er eine unglaubliche Zeit aufbringt und ich glaube zum Teil zwei Sekretärinnen hat, die seine sogenannten Blue Notes, blauen Zettel verteilen. Das heißt, wo immer er unterwegs ist und schaut in den verschiedenen Shops, die sie haben und so weiter und so fort, Mitarbeiter in den Abteilungen, hinten im Lager und so weiter. Wenn jemand da ein Jubiläum hat, einen Geburtstag, eine besondere Leistung gebracht, Schwierigkeiten überstanden, dann macht er sich die Mühe und diese Menschen kriegen auf einem blauen Papier einen handschriftlichen Gruß von ihm, eine Aufmerksamkeit. Und das ist nicht eben automatisiert aus dem Computer, sondern individuell wird es besprochen. Und diese kleinen Sachen, wenn die authentisch sind, das macht nachher natürlich auch eine Firmenkultur aus, dass das nicht ein Laden ist, der von irgendwelchen Söldnern oben geleitet wird, die nachher weg sind und nach mir die Sintflut und die armen Menschen, die die eigentliche Arbeit machen, die bleiben im Sumpf zurück. Ein Aspekt, der mir gut gefallen hat. Ja, und dann schauen wir noch einen letzten Punkt. Years went by and generations went by and companies were sold and changed over the years. A lot of those competitors don't exist any longer or are shadows of what their former selves were. Stephen, how are you able to get her to come to your company or some of the other secrets and I'll tell you why. Our creativity and talent are our two best assets. The Lauder family has over the years enabled very talented leaders to make the difference in the company. Talking about legacy, one of my greatest legacies, I feel, is the quality of our people. The wealth of a company is the quality of its people, and I believe we are a very, very wealthy company because of that. We have great people. And they are great. It's an amazing, careful balance. Ja, dies zum Abschluss. Eine einfache Aussage, aber nur von wenigen Firmen befolgt, dass sie wirklich sagen, we have great people. Das heißt, die Family in Business dominiert nicht den Laden und will um sich herum schwache Leute haben, sondern hat die Aufgabe und auch das Ziel, wirklich die Besten heranzuholen. Außerhalb der Familie. Und das ist natürlich leichter, wenn ich jeden Tag in der Firma arbeite, dann will ich, wenn ich ja klug bin und an dem Firmenerfolg interessiert bin, dann will ich ja nicht umgeben sein von Dummköpfen und Schwachköpfen, sondern von Leuten, die richtig gut sind. Und vom Leonard Lauder ist bekannt, dass er
wenn irgendwie eine neue Business Opportunity sich ergab, eine tolle Gelegenheit, dann hat er einfach gesagt, sag mal, wer ist in der Branche für das und das eigentlich der Beste in der Welt? Ja, ja, die und die, ohne Frage. Und egal, was für einen Job diese Person hatte, hat er versucht, die für die Firma zu gewinnen. Und das ist eben, glaube ich, etwas, was in den nächsten 20 Jahren ganz entscheidend sein wird. Wir haben einen großen Übergang in den Pensionierungen. Junge Leute werden fantastische Chancen haben, weil ganz andere Herausforderungen auf die zukommen, ganz andere neue Möglichkeiten, wenn man die richtige Ausbildung hat, das richtige Engagement. Und sie müssen eben schauen, wo sind Firmen, die dieses Talent haben wollen und es auch estimieren und wo sie das leben können. Natürlich ist ganz klar, auch hier, wenn wir hinter die Kulissen der Firma Estée Lauder gehen werden, werden wir sehen, dass es innerhalb der Familie, auch bei den normalen Angestellten, wird es menscheln. Selbstverständlich, ich kann Ihnen sagen, das ist aber bei allen Firmen so. Und ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt, dass in vierter Generation, hochmodern in New York, nach wie vor Lauder in dieser Weise arbeitet. Und ich hoffe, dass Ihnen einige Aspekte gut gefallen haben. Bitte seien Sie so freundlich, teilen Sie das Video mit Menschen, denen das vielleicht gut tun könnte, den einen oder anderen Hinweis. Abonnieren Sie unseren Kanal, damit sich die frohe Botschaft weiter verbreitet, denn wir haben ja keine Lobby als unabhängige Investoren. Vielen Dank für Ihre Zeit. Alles Gute, Ihr Markus Elsässer.